wird Jeanette es schaffen, sich heute zu entscheiden zwischen Kandidatin Nummer 1, 2 oder 3? Lasst es uns herausfinden bei Herzblatt. Hi, Kandidat Nummer 1. Also, ich möchte mit dir einen voll tollen romantischen Tag in Freiheit verbringen. Was schlägst du vor? Also, my little princess, ich würde dich auf eine Weide bringen. Auf eine Weide voll mit Pferden. Ich würde dir das Reiten beibringen. Und das nicht nur auf den Pferden. Hi, Kandidat Nummer 2. Hi, meine Zuckerschnacker. Also, ich möchte mit dir einen voll tollen Ausflug in die Natur. Was schlägst denn du davor? Ja, erstmal würde ich einen Zwischenstopp machen bei einem leckeren Schnellimbiss und erstmal eine saftige Krimasch kaufen, Pommes Spezial. Aber das sind doch so viele Kalorien. Ich stehe auf kräftige Rundungen. Hi, Kandidat Nummer 3. Also, Frage Nummer 1. Ich will mit dir einen voll romantischen Tag im Freien verbringen. Was schlägst denn du da so vor? Ja, also, ich würde dich nehmen, mit dir zum See fahren. Ich würde dich nackt ausziehen, mich nackt ausziehen. Und dann würden wir zusammen... Lass mich in Ruhe! Bitte! Und... Kandidat Nummer 1. Also, dann würden wir... Dann würden wir schwimmen gehen und... Also, alles super wär's. Frage Nummer 2, Kandidat 1. Ich habe bald Geburtstag. Aber du hast ihn natürlich vergessen. Das würde mir nicht passieren. Stell dir doch mal vor, wenn doch. Also, yeah. Du würdest meinen Geburtstag vergessen. Yeah, I know und what du you dich bei mir entschuldigen. Yes, yeah, ist klar. Also, ich würde sagen, sorry. Für Kandidat Nummer 2. Ich bin so aufgeregt im Fernsehen. Ja, kann ich verstehen. Also, du hast meinen Geburtstag vergessen. Mhm. Und jetzt willst du dich bei mir entschuldigen. Wie machst du das? Also, ich würde schon mal Konditor fahren. Die eine riesige, saftige, sahnige, spritzige Torte kaufen. Frage Nummer 2 an Kandidat Nummer 3. Also Kandidat Nummer 3. Wenn du meinen Geburtstag vergessen würdest, was würdest du dann tun? Also, um mich bei mir zu entschuldigen. Also, ich... Kandidat Nummer 1. Also, ich würde... Antwort! Also, ich würde zu dir hingehen und sagen, wie leid es mir tut. Ich würde... Der Lied singt. Kandidat Nummer 1. Wie gut kannst du küssen?
Kandidat Nummer 2. Bigot, kannst du küssen? Oh, ich bin der Meister in Küssen. Ich bin gerade nicht. Kandidat Nummer 3. Kann ich dir helfen? Frage Nummer 3, Kandidat 3. Wie willst du mich küssen? Hi. Frage Nummer 3, Kandidat 3. Wie würdest du mich küssen? Also Jeanette, nun musst du dich entscheiden. Wer ist dein Herzblatt? Ist es Kandidat Nummer 1, der einen Ausflug mit dir auf eine Pferderanch macht, auf seine Pferderanch macht, den du nie vergessen wirst, der deinen Geburtstag nie vergessen wird und küssen kann wie... Sorry, dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Oder Jeanette, möchtest du Kandidat Nummer 2, der dich seine Zuckerschnecke nennt und zwar deine Torte weg ist an deinem Geburtstag, aber dafür eine Tour durch alle deutschen Imbissbuden machen kann, der ein Küsser ist, den du dir nicht vorstellen kannst. Er frisst dich geradezu auf. Oh, huch! Oder Jeanette, möchtest du Kandidat Nummer 3? Der Nudist, der ein Problem mit, naja, seiner linken Hand oder was auch immer hat, der dir die Sterne vom Himmel singen kann, wenn er deinen Geburtstag wissen sollte, und der küssen kann wie meine Großmutter. Nun, Jeanette, jetzt ist die Zeit, dich zu entscheiden. Ich habe mich entschieden. Ich bin ab. Unappetitlich. Aber Kandidat Nummer 2. Tja, Jeanette, da hast du dich wohl falsch entschieden.